oder langsamer wird, will ich auch ein bisschen feiern. Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Liebhaberin kann ich deinen Kumpel verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Das ist geil, das ist geil. Ja, ich würde mal sagen, helfen wir, ja, fix. Das würdet ihr für mich tun? Naja, gemacht, einfach abgelehnt, Digga. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Einfach abgelehnt, ja moin. So, ich würde mal sagen, wir holen einmal quasi das, was sie unbedingt braucht. Du steppen auch wieder so 2000 Meter. Puff. War nicht schlecht, Alter. Bist deppert. Er rennt wie ein Weltmeister. Aber na gut. Würde mal jetzt sagen, pfeifen. Let's go. Ich bin nicht käuflich. Oh, geil. Schauen wir noch ganz kurz auf der Karte hin, wie wir am besten gehen. Ja, dann gehen wir am besten gleich links. Steppert, ich wollte gerade sagen, so, wo ist bitte die Nebenquest? Die ist da drin, oder was? Ach du Scheiße. Ja, ist halt aber wieder die Frage, ob ich es überhaupt machen darf. Oder wird mir das überhaupt nicht einmal angezeigt? Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Ja, es kann vielleicht gut möglich sein, dass es mir gerade nicht angezeigt wird. Weil genau geradeaus müsste sie dann sein. Ja, geh mal einfach links. Obwohl, na, seht dort. Ja, ist halt eher die Frage, ob ich schon dort hingehen darf. Ah, die Dinger sind weg. Die Dinger sind weg. Also theoretisch gesehen, sollten wir was machen können. Kann ich eigentlich auch hüpfen? Mit den Dinger? Steuernde Chocopo-Küken. Okay. Jo, so halbart. Okay, er bremst eher in der Hinsicht. Okay. Also da muss ich schon wieder sagen, da hat es mir fast beim 15er Teil ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Den kleinen Bulli da. Lauf hinterher, den kleinen Bulli. Was muss ich da mal jetzt machen bei ihm? Muss ich bei dem Bulli da machen, Alter? Achso, der zeigt mir dann so quasi eine Haltestelle. Quasi auf Schnellreiseniveau, oder wie? Wahrscheinlich. Im Betrieb. Kommt denn der große Bus? Und eine Goldfeder haben wir gekriegt. Wie nett. Oh, der ist aber süß. Der Kleine ist aber echt lieb, Alter. Pisteppert. Wahnsinn, der Wahnsinn. Wenn ich da schon ein paar Gegner so sehe, muss ich aber auch kämpfen, das sind wir nicht ab. Da kann ich nicht anders. Da muss ich gleich hinschlagen, Alter. Pisteppert. Oh, gleich mit Flammenblitz und das Ganze. Ah, verliebt in die Fähigkeit. Verliebt, Alter. Ein Wahnsinn. So, jetzt zeigen wir her. Eisverkettung wäre am besten. Genau, da verbrauchst du wieder nichts. Bin schon mal gut. Wie eine gute Kombo. Würde mich noch mal interessieren, verbrauche ich eine Leiste? Ja, eine Leiste verbrauche ich trotzdem. Okay. Stepper, der ist immer in der Luft. Der verbringt die ganze Zeit im Kampf in der Luft, Alter. Super. Tut mir irgendwie Latte. Haben wir, Alter. Bis Stepper. Der ist hier, Alter. Der ist hier. Ah, tue ich gleich sammeln. Wichtig und richtig. Wenn ich schon was sehe zum Einsammeln, dann muss man es auch nutzen. Dann muss man es auch definitiv nutzen. Ich würde es jetzt interessieren. Ah, den Turm haben wir bis jetzt eh noch nicht gemacht gehabt. Ja, wenn ich schon vorbeilaufe, wieso nicht? Wieso nicht? Wenn wir schon vorbeilaufen, weil das ist einfach nur praktisch. Ah, schwimmen kann.
kann er auch. Ach du Scheiße. Geil. Der Bub kann ja auch schwimmen, oder? Schaut er das an? Interessant, ihr wollt gerade sagen, so für was brauche ich eigentlich eine Levelbegrenzung? Ihr wollt gerade sagen, wollt mich schon beschwerke. Ich wollt mich schon beschwerke. Gibt's ja nicht, oder? Ah, schöne Fickerei. Also, Flammenblitz ist schon mal wieder was richtig Geiles. Schon was richtig, richtig Geiles. Materie aufgestuft. Wichtig und richtig. I am a Materia Girl, Digga. Das passt jetzt irgendwie gerade nicht zu mir. Okay. Lass ich jetzt irgendwie mal gut so stehen. Ah, gute Aussicht, Digga. Gute Aussicht. Muss auch dabei sein. Was haben wir da so schönes? Das. Okay, da habe ich mal jetzt natürlich gerade ein bisschen mehr erwartet. Ist eh klar, irgendwie im Prinzip. Aber na gut, lass jetzt einfach mal in dem Fall so stehen. Okay, nein, schade, da passiert nichts. Ich hätte es jetzt geil gefunden. Aber nur zwei Stück ist mir zu wenig. Nur zwei Stück, Digga, mach. Nur zwei Stück ist mir definitiv viel zu wenig. Ah, oh, da kannst du wieder gut einsammeln. Ich hätte mir schon gedacht gehabt, die kleinen Wichser muss ich da auch noch mehr machen oder irgendwas. Hätte ich mir jetzt safe damit gerechnet. Safe. 100%. Aber ja, du wirst in der Spielewelt sehr, sehr oft einen Chocobo brauchen. Mhm. Und mich wundert es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum sie das mit diesen automatischen Hasen gemacht haben. Dass du einfach über alles gleich automatisch drüber hupfen kannst. Macht jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit eh Sinn, dass es sonst ein bisschen mühsam vielleicht für den ein oder anderen Spieler sein könnte, ständig auf Kreis zu drücken. Aber jetzt, wo der Angriff weg ist, aber ich glaube, es ist noch weiter hintere. Es liegt irgendwie so weit hinten. Weißt du, was ich meine? Weil 1200 schaut jetzt viel, viel weiter aus. Viel, viel weiter. Ja. Schwertsturm, zack, zack. Perfekt. Falls wir die nächste Leiste kriegen, wieder Flammenverkettung. Damit wir auf die 100% kommen, Digga. Oh, Flammenblitz ist schon geil. Ja, das feiere ich gerade. Das feiere ich gerade, die Fähigkeit. Aber ich bin gespannt. Da bin ich dann definitiv gespannt, weil ich glaube, es ist nicht drinnen. Ich finde es aber ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr geil, dass du wirklich herumswitchen kannst. Einmal dort, einmal da. Bin ich super. Dass ich gleich hingehen kann. Nicht erst nach Kapitel so und so. Ah, du darfst es dann und dann wieder zurückkehren. Na, das mag ich. Das mag ich. Sowas mag ich extrem. Aber, dadurch, dass wir schon mal wieder nächste Stufe angelangt sind, wie schaut es denn eigentlich aus? Kann man da irgendwas basteln? Na, sicher können wir ein bisschen was basteln. Ein Muntermacher, das. Ein Wahnsinn, oder? Alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt, haben wir. Da wird bastelt, oder? Beast App, oder? Mashallah, oder? So, erstmal das. Zweitens, wir haben ein bisschen an Materie gehabt. Er würde das gerne ausnutzen. Okay, Glut hat er eh schon. Dann nimmt er Glutfrost. Ja, dann nimmst du Glutfrost. Bin ich definitiv dabei. Red. Dadurch, dass er ist eh auch dabei. Er ist eh auch dabei. Soll den automatischen Einsatz kriegen? Oh, das ist aber leimend mit den Fesselungen. Mhm, finde ich aber auch nicht schlecht. Finde ich eine gute Fähigkeit. So, präzise Abwehr. Ja, kann man machen. Er kann sich auch Glut gönnen, wenn es sein muss.
Ja, wir haben noch ein bisschen relativ zu wenig. Sie kriegt ein bisschen TP-Boost, weil sie ist gerade diejenige, die was relativ schnell hops geht. Sehr, sehr schnell hops geht. Da hatten wir ja so ein paar einige Probleme. So einige ist gut gesagt. Da hatten wir ein paar Probleme, sagen wir es mal so. Wir hatten ein paar Probleme. Ich hoffe aber nur, dass wir auch wirklich zu der Blumenwiese auch wirklich kommen. Ich finde es aber ehrlich gesagt wirklich super. Einfach gehst du so spazieren, so ein bisschen rein, ein bisschen raus, finde ich super. Taugt mir. Jetzt, wo der Angriff sowieso weg ist, machst du mal ein paar Missionen dieses, jenes. Sobald wirklich einmal die Spielwelt offen liegt, dass du wirklich sagen kannst, herrst, kannst wenigstens ein bisschen spazieren gehen. Du kannst wenigstens ein bisschen was machen. Das finde ich gleich gut. Nicht, dass du sagst, wie bei Final Fantasy 15, dass du ab einem gewissen Kapitel erst das eine oder andere machen kannst. Nee, wir sagen zu dir, hörst du, tup dich aus. Und das mag ich. Auf sowas stehe ich komplett. Nicht, dass du wirklich eingeschränkt bist und du gehst die ein oder andere Mission an und dann wartest du ständig. Dann wartest du ständig auf die Mission, auf die Mission, auf die Mission, auf die Mission. Denkst du, Alter, ich will einfach weitermachen. Ich habe gerade eine Mission gestartet. Aber die ist wirklich außerhalb. Das stört mich gerade ein bisschen. Aber da hast du ja auch wieder ein paar Aufträge, das finde ich schon mal geil. Da wirst du wahrscheinlich immer wieder ein bisschen öfters rein und wieder rausgeschickt. Aber ich glaube, es gibt nur den einen Weg rein und den einen Weg raus, habe ich so das dezente Gefühl. Ist aber auch wieder nicht so tragisch, weil dann bin ich wenigstens bei unseren Hapschi. Bin ich wenigstens bei unseren Hapschi und schauen wir mal, was hat denn der so alles? Können wir sich überhaupt was leisten? Ma. Nein, nicht mehr ansatzweise. Scheiße. Okay, passt, hat sich erledigt, Jeffy. Hat sich erledigt. Ja, dann würde ich wirklich um die Stadt rundherum dann laufen. Ja, machen wir das so. Weil ich würde, wenn dann gern, eine Mission nach der anderen abgeschlossen haben. Nicht 120 Missionen gestartet zu haben und dann nicht wissen, wo ich hin muss. Aber finde ich auch interessant. Der geheime Weg bleibt einfach offen. Er bleibt einfach offen, Alter. Nicht, dass vielleicht irgendwie zufälligerweise die Shinra vorbeikommen könnte und das sehen könnte. Aha. Interessant. Einfach mal interessant. Step, der ein bisschen trainiert, Alter. Oha. Na ja, man schaut schon wieder ein bisschen besser aus, oder? Braver Bub. Nach der Explosion und alles drum und dran. Aber ich bin eh gespannt, ob das jetzt... Ich glaube, die eine Stelle, die was wir gesehen haben, war Zukunft. Ich glaube, das war die Zukunft, was wir da gesehen haben. Also ich bin schon mal extrem gespannt. Also sie haben mich mal wieder mit Zack, Digga. Oh, schwierig, 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 schwierig. Die sind ganz, ganz, die wissen ganz genau, wie sie einen fesseln können. Sie wissen ganz genau.